Hier kommen die besten Tipps der Bundesliga-Tipp-Force. Bevor es losgeht, Ehre wem Ehre gebührt. Vielen Dank für deinen Support, Tom Durden. Und herzlichen Glückwunsch zu einer 25€ Paysafe-Card und einer dauerhaften Mitgliedschaft in unseren Facebook-Gruppen. Alles weitere per E-Mail. Melde dich. Kommen wir zum Eingemachten der Sechser-Kombi, die wir bei vbet.net abschließen. Denn dort erhält jede Sechser-Fußball-Kombi automatisch eine Expressversicherung. Das heißt, wenn man 5 der 6 Tipps nur richtig hat, bekommt man eine Gratiswette in Form des Einsatzes zurück. Wir brauchen also 6 gute Einzeltipps mit einer Mindestquote von 1,6. Das macht eine Gesamtquote von mindestens 16,7. Und das heißt, wir müssen nur alle 17 Spieltage gewinnen, um profitabel zu sein. Also los geht's! Die meisten haben auf das Spiel Hertha gegen Nürnberg getippt, und zwar, dass Hertha das Spiel gewinnt. Bei einem Asian Handicap minus 0,25 auf Hertha platzt die Kombi auch nicht, sollte es ein Unentschieden geben. Zweithäufigstes Spiel und zweithäufigster Tipp auch Bayern gegen Hoffenheim, dass beide treffen. Die Quote ist im Laufe des Tages auf 1,9 gestiegen, aber ist nach wie vor natürlich eine gute Wahl. Mein persönlicher Lieblingstipp ist ein Asian Handicap 0 auf Schalke, das heißt, es gibt das Geld zurück, wenn es Unentschieden gibt, und die Kombi-Wette platzt auch nicht bei einem Unentschieden. Bremen gegen Hannover mit einem Asian Handicap von minus 0,25 auf Bremen, sodass die Kombi nicht platzt, wenn das Spiel unentschieden ausgehen sollte. Das war's dann aber auch schon mit den Tipps aus der Community, die ich unterschreiben würde. Deswegen jetzt hier noch ein paar von anderen Tipps, die ich für realistisch halte. Freiburg gegen Frankfurt unter 2,5 Tore bei einer Quote von 1,68. Und dass Stuttgart in Mainz nicht verliert. Mit Asian Handicap plus 0,25 bedeutet es, dass wir die Hälfte des Gewinns einstreichen, wenn Stuttgart unentschieden spielen sollte. Das macht eine Gesamtquote von 25,39. Bei 25€ Einsatz ergibt das einen Gewinn nach Abzug der Wettgebühr von 600€. Das ist die zweitbeste Quote auf dem Markt, nur 1xBet hat bessere Quoten. Allerdings spricht ganz klar für VBet, dass es dort die Expressversicherung gibt. Die könnt ihr euch über den Link sichern und erhaltet dann bei 5 von 6 Richtigen in der Kombi eine Gratiswette in Höhe des Einsatzes. Wer unsere Videos schon eine Weile verfolgt, der wird mitbekommen haben, dass ich ein großer Unentschieden-Fan bin, zumindest wegen der Quoten beim Tippen. Und deswegen werde ich auch dieses Mal wieder eine 2-4er-X-System-Wette spielen, bei der man nur 2 Unentschieden richtig haben muss, damit man hier Gewinn macht. Und das mache ich mit insgesamt 30€ Einsatz, also 5€ pro Zweierwette. Für die richtig harten Draufgänger habe ich ein paar Asian Handicap-Siege rausgesucht. Das heißt, die Mannschaft muss mit 2 Toren Unterschied gewinnen, damit die Wette zu dieser angegebenen Quote gewonnen wird. Aber das Gute an den Asian Handicaps minus 1 ist, man bekommt das Geld zurück, wenn die Mannschaft einen normalen Sieg landet. Bei den Mannschaften gehe ich davon aus, dass sie gewinnen, und dann muss man die Daumen drücken, dass sie mit 2 Toren Unterschied gewinnen. Alle Tipps, die unter die YouTubes wieder gepostet werden und die wir abschließen, werten wir auf unserer Webseite xbet-tipps aus. Mach mit bei der Tipforce, abonniere diesen Kanal und lass uns zusammen gewinnen.